Hi Leute, ich bin die Vicky. Heute wollte ich euch mal was vorlesen. Es geht um Zwillinge in der Gebärmutter unterhalten sich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Wenn ihr es kennt, einfach weiterklicken. Oder hört mir einfach zu, weil ihr meine Stimme so toll findet. Ja, ich fange jetzt mal an. Zwillinge in der Gebärmutter unterhalten sich. Du, glaubst du eigentlich an Leben nach der Geburt? Ja, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir stark genug sind für das, was uns erwartet. Ach geh, das gibt es doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Das weiß ich auch nicht genau. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Vielleicht, wenn wir herumlaufen und mit dem Mund essen? So ein Unsinn. Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das Herumlaufen gar nicht. Die Nabelschnur ist ja jetzt schon viel zu kurz. Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders sein. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende und das Leben ist eine Quälerei und dunkel. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich ja noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn es unsere Welt streichelt. So, das war jetzt die Geschichte. Ich finde sie selbst total süß, auch wenn sie nicht real wirkt. Soll sie auch gar nicht, das ist egal. Hauptsache es ist schön und traurig. Naja, okay, traurig, aber wirklich. Ja, schon eigentlich. Eigentlich schon wirklich, oder? Ja. Auf jeden Fall gefällt mir diese Geschichte total gut. Ja, das war's erstmal, ne? Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und bis dann, dir, ne? Was machst du? Überverkackt.